Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Die letzte Lüge. Mit großer Wirkung. Ich habe hemmungslos geweint. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das wäre, als wenn ein unmittelbarer Verwandter gestorben wäre. Die Verführung trotz der Wirklichkeit. Bis zuletzt. Mir ist eine Welt zusammengebrochen. Ne? Denn für mich war es bei der Jungmädel und im BDM schön. Ne? Und das andere war auf einem völlig anderen Blatt. Dass das zusammengehört, habe ich nie begriffen. Aufbruchstimmung. Ein Gefühl, das Jugendliche mitreißt. Millionen melden sich beim BDM, Bund Deutscher Mädel, die weibliche Hitlerjugend. Wir spielten, wir lachten, wir sangen. Wir taten uns sogar Kränze ins Haar binden. Es wurde Erntedankfest gefeiert, weil alle waren satt, hatten Brot. Kindheitserinnerung. Kameradschaft. Gemeinschaft. Die Illusion von Gleichheit. Da war es egal, ob man aus einer Villa kam oder aus einer Mietskaserne, ob man evangelisch oder katholisch war. Da war die deutsche Jugend allgemein. Womit lockt man Kinder? Mit dem Versprechen, etwas ganz Besonderes zu sein. Wenn sie ein Schulkind sind, ist es für ein 10-jähriges oder 12-jähriges ein fabelhaftes Gefühl, wenn es zum Direktor gehen kann und sagen, Heil Hitler, Herr Meier oder Müller oder Schmidt, ich kann leider nicht zu diesen Stunden in die Schule kommen, ich habe Dienst. Training für die Volksgemeinschaft. Körpersprache für die Propaganda. Begeisterung der Jugend als Zement der Diktatur. Die Verheißung, Teil zu sein von etwas Großem, schafft Geborgenheit und macht fügsam. In dem Alter, wo man ja also doch eigentlich noch keine Persönlichkeit ist, ist es ein herrliches Gefühl, Mitglied einer so großen Masse zu sein, das Gleiche zu denken, das Gleiche zu fühlen, das Gleiche zu machen. Hingabe. Für Deutschland und vor allem für ihn. Der Verführer will nicht überzeugen. Er hat es auf Gefühle abgesehen. Mir traten da manchmal als junges Mädchen, so als 15-, 16-Jährige, die Tränen in die Augen, weil ich eben mich als Angehörige dieses wunderbaren deutschen Volkes empfand. Wenn die Mehrheit der Erwachsenen dem Wahn erliegt, dann sind Kinder eine leichte Beute. Die Sogwirkung der Hitlerjugend braucht keinen Zwang. Sie erfasst auch jene, die nicht dabei sein dürfen. Ich wäre sehr gerne auch Mitglied gewesen, sicher. Ich habe alle Mädchen beneidet, die die blauen Röcke und die weißen Blusen tragen durften. Ja, also das war schon schlimm für mich. Ja. Und später wurde mir dann bewusst, ich bin ja eine Jüdin, ich mach das nicht. Politischer Unterricht von angeblich guten und schlechten Rassen. An der Suche nach Lebensraum. Gehirnwäsche in einem Alter, in dem Persönlichkeit entsteht.
fein dosiert. Mir war die Totalität des politischen Hintergrundes zu der Zeit auf keinen Fall klar. Ganz sicher nicht. Ich war einfach jetzt im Einsatz, weiterzugeben, was wir konnten. Und die Morgen früh, das ist unsere Zeit, wenn die Winde um die Berge singen. Liedertexte. Euch nicht lang verweilen. 100-mal wiederholt. Schärfste Waffe im Kampf um Kinderherzen. Texte, die sie nicht vergessen. Vorwärts, vorwärts, schmettern die hellen Fanfaren. Vorwärts, vorwärts, Jugend kennt keine Gefahren. Deutschland, du musst leuchtend stehen, mögen wir auch untergehen. Jugend, Jugend, wir sind der Zukunftssoldaten. Jugend, Jugend, Träger der kommenden Taten. Zittern noch in unseren Adern, aber keiner wagt zu hadern. Mit uns zieht die neue Zeit. Ja, wer sollte denn da nicht mitziehen, nicht? Also. Das war toll. Bin heute in meiner Erinnerung, ich kann es leider nicht mehr singen, weil ich nicht mehr singen kann. Manchmal bin ich geneigt, das noch mal so richtig rauszuschreien. Wir haben diese Worte übernommen, ohne darüber nachzudenken. Wir haben einfach nachgeplappert, was uns vorgeplappert wurde, weil man glaubte, das muss ja richtig sein. Die Marschordnung gilt auch als richtig. Erst die Jungs, dann die Mädels. Hitlers zweiter Mann zum Rollenbild im Dritten Reich. Was hast du Schönes bekommen? Flieger! Na, wirst du auch ein Flieger werden? Was? Wenn du groß bist, was wirst du denn? Was wirst du? Ach, du bist ja Mädels. So einfach ist das. Ich fand es als ein schlimmes Schicksal, als Frau geboren worden zu sein, als Mädchen. Ich konnte ja mein Leben dem Vaterland nicht zur Verfügung stellen. Wenigstens im BDM-Lager geht es zu wie bei der Truppe. Linksum im Laufschritt Marsch. Gelobt sei, was hart macht. Mutproben inklusive. Die wurden ganz schön drangsaliert. Die wurden schön. Wenn da einer sagte, er kann nicht schwimmen, wurde er einfach ins Wasser geschmissen. Brutal, also schon brutal, wenn ich heute dran denke. Ja? Schuhappell im Arbeitskleid. Wie bringt man Pubertierende zum Gleichschritt? Im monotonen Takt der Marschmusik soll ihre Eigenständigkeit beseitigt werden. Rezepte mit Verführungskraft. Bis heute. Dass man, wenn man eine Kolonne vom Fleck bringen will, Gleichschritt halten muss, ist selbstverständlich. Sonst geht das nicht. Eine Schafherde, dafür braucht man Hunde. Der Gleichschritt erzieht außerdem zur Disziplin. Fahnenappell. Weihestunden, feste Rituale. Feiertage der Partei in bewusster Konkurrenz zum Kirchenjahr. Wirkung lässt sich nachts erzielen, im Feuerschein. Flamme zum Himmel, durch Dunkel und Nacht. Von Flammen geblendet und benebelt von schwülstigen Reden wird geschworen und vereidigt. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid. Ich werde meinem Führer Adolf Hitler alle Zeit treu und gehorsam sein. Das war wie die Soldaten. Wir wurden regelrecht vereidigt. Und obwohl wir alle 14 waren, wir haben geschworen, unser Leben für Führer, Volk und Vaterland zu geben. Freiwillig. Begeistert. Wie von Sinnen.
Hitlers Auftritt. Ausbruch irrationaler Leidenschaft. Bilder, die für sich sprechen. Er war der Übervater. Es ist heute nicht nachzuvollziehen. Sind Sie besonders anfällig? Es war schon eine ganz tiefe, innige Liebe. Das kann ich nicht anders ausdrücken. Genauso wie Gott. Ich habe den genauso empfunden wie Gott. Ein mörderischer Abgott, wie sich zeigen wird, von der Propaganda zum Idol gemacht. Hitler guckte mir in die Augen und er streichelte meine Wange und das war für mich ein unbeschreibliches Ereignis. Ich fand das toll und ich wollte mich auch nicht mehr waschen. Meine Mutter sagte, du bist verrückt. War ich ja wohl auch. Und die Liebe? Das Idol ist ledig. Was verquere Fantasien auslöst. Schade, dass der keine Frau hat, haben wir immer gesagt. Nicht so ein netter Mann, der müsste doch eine Frau haben, nicht? Vielleicht wäre dann alles viel besser bei ihm. Und täglich kommen Liebesbriefe. Lieber Führer, willst du mein Opfer nur noch annehmen? Ich habe doch nichts als meine Liebe. Deine Emmy. Lieber Führer Adolf Hitler, eine Frau aus dem Sachsenland möchte gern ein Kind von Ihnen. Das ist gewiss ein äußerst ungewöhnlicher Vorschlag. Doch lässt mir keine Ruhe, dass ein Mann wie Sie ohne Kind bleiben sollte. Die Bitten bleiben ungehört. Fürs Volk mimt Hitler Entsagung, als Mann, der alle Kräfte für sein Amt benötigt. Eva Braun ist die verschwiegene Mätresse. Selbst auf Hitlers Berghof bleibt der Eindruck, als gehöre Fräulein Braun zum Personal. Wir gingen zusammen spazieren und da sagte ich zu ihr fast provokativ, Frau Braun, Sie sind die beneidetste Frau in Deutschland, weil Sie nun bei Adolf Hitler waren. Und dann sagte sie, oh Herr Frenz, ich bin nur eine Gefangene in einem goldenen Käfig. Die gefangene Geliebte spielt die Rolle bis zum bitteren Ende. Als die Konkubine eines Mannes, der in Frauen zuallererst die Mütter künftiger Soldaten sieht. Die Frau hat auch ihr Schlachtfeld. Mit jedem Kind, das sie der Nation zur Welt bringt, kämpft sie diesen Kampf durch. Das ist ihr Kampf für die Nation. Und der Mann hat seinen Kampf. Der Mann tritt für das Volk ein, genauso wie die Frau für die Familie eintritt. Der Mann tritt für die Gesamtheit der Volksgenossen ein, genauso wie die Frau eintritt für die Kinder, denen sie selbst das Leben schenkt. Für die Zukunft plant er, Mädchen erst in dem Moment zu Staatsbürgern zu machen, wenn sie heiraten. Die Frau dem Manne untertan. Hauptaufgabe, Kinder kriegen. Kernstück in dem Wahn, den Nazis Weltanschauung nennen. Viele Mädchen nehmen diese Lehre gläubig hin. Was der Führer macht, ist richtig. So war das damals. Der Führer, der kann sich nicht irren. Er kann sich sogar leisten, über Gleichberechtigung zu spotten. Dann aber kommt das Ausland und sagt, ja, die Männer, aber die Frauen, die können doch bei euch nicht optimistisch sein, die sind doch gedrückt und geknebelt und versklavt. Ihr macht doch aus den Frauen überhaupt nichts als Haustiere. Ihr wollt ihnen ja keine Freiheit geben, keine Gleichberechtigung. Ja, was die einen als Joch ansehen, empfinden wir andere als Segen
was dem einen als Himmelreich vorkommt, ist für den anderen die Hölle und auch natürlich umgekehrt. Nach dem Kriege wurde uns erzählt, wir haben die ganzen Jahre in Unfreiheit gelebt. Das war für mich ein ganz neuer Standpunkt. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich unfrei war, weil ich den Begriff Freiheit, wie er jetzt erklärt wird, gar nicht gekannt habe. Statt Freiheit Aufmarsch zwecks Personenkult. Als Staffage für anrührende Wochenschauaufnahmen dürfen BDM-Mädchen auf Hitlers Berghof pilgern. Die Propagandakrieger des Diktators wissen, nichts macht sympathischer als junges Jubelvolk mit Zöpfen. Auch im großen Maßstab. Huldigung im Stadion. Wenn die Begeisterung der Müdigkeit zu weichen droht, dann wird ein wenig nachgeholfen. Wir mussten die ganze Zeit hier nur da unten durchführen. Das muss eine halbe Stunde gewesen sein, bis halt alles durchgefahren war. Mussten wir den Arm hochhalten. Und da waren links und rechts in jeder Reihe je einer, der ging immer durch bis zur Mitte und zurück. Und jedes Mal, wenn irgendwo ein Arm nicht mehr hochstand, wurde er hochgeschlagen. Du bist nichts. Dein Volk ist alles. Solche Sprüche werden auch verkörpert durch Gymnastik tausender von BDM-Mädels. Wenn sie da gesehen haben, dass jede Bewegung gleich war und so, ach, da war ich unheimlich stolz, eine da davon zu sein. Da hat man uns aber auch eingetrichtert, wenn ihr eine falsche Bewegung macht, dann zerstört es das ganze Bild. Keulen schwingen für das Dritte Reich. Eine Disziplin der BDM-Abteilung Glaube und Schönheit. Man schwärmt heute noch davon. Das war ein ästhetischer Genuss, wenn dann mehrere hundert Mädchen in dieser damals doch kurzen Gymnastikanzug, der auch sehr weiblich war, alle gleichzeitig diese Bewegung machen. Und also was war daran eigentlich schlecht? Nicht die Übung, nur der Zweck. Erbgesunder Nachwuchs, Reinhaltung der Rasse. Auch im BDM Parolen aus dem Wörterbuch des Unmenschen. Die nordische Frau als Krönung der Schöpfung. So will es Hitler und so inszeniert es seine Lieblingsregisseurin Leni Riefenstahl. Der schöne Schein des Rassenwahns. Rasse war das wichtigste Wort in unserem Leben. Wissen Sie, es hat für mich peinliche Dinge gegeben. Man hat mich sowohl in der Schule als auch im BDM wegen meines Aussehens als Beispiele genommen für die nordische Rasse. Es war furchtbar. Wir waren eifersüchtig auf alle Klassenkameradinnen, die blond waren, mit schönen Zöpfen und blaue Augen hatten. So weit war's. Wer zur auserwählten Rasse zählen darf, das wird vom Stammbaum und vom Arzt entschieden. 17-3. Im Kino wird erklärt, warum. Sehen Sie mal, bei sämtlichen Vorfahren die gleich guten Eigenschaften. Guter Jäger. Da sieht man erst mal, wie wichtig die genaue Aufzeichnung der Vorfahren ist. Ja, und erst recht für uns Menschen. Ja, dann würde die Gattenwahl manchmal anders ausfallen. Brutale Logik. Nicht mehr zufällig, sondern bewusst wird das Gesunde sich zum Gesunden finden. Zur glücklichen und richtigen Gattenwahl. Gebt euer Bestes eurem Volke. Dann werdet ihr zum besten Volke gehören. Gift. Die Saat des Todes. Wir waren die
besseren Menschen auf der Welt, wir waren die tüchtigeren Menschen auf der Welt, wir waren die schöneren Menschen auf der Welt. Und Juden waren genau das Gegenteil. So wurde es uns interpretiert. Pflichtfach Rassenkunde. Lehrmaterial von der Reichsjugendführung. Auch wer schwänzt, kommt am Antisemitismus nicht vorbei. Wenn ich zur Schule ging, kam ich an zwei Schaukästen vorbei. Ein Kind geht daran vorbei. Der Stürmer hieß diese Zeitschrift. Es war eine Zeitschrift, Sie würden heute sagen, eine Komikzeitschrift. Da wurden Juden gezeigt. Wer immer das machte, weiß ich nicht. Ich habe mir das sehr interessiert angesehen, weil es waren grauenhafte Bilder. Jeder kann es sehen. Auf Kinder wirkt es ganz besonders. Wenn man Tag für Tag, es gibt diesen Spruch, jeder Tropfen höhlt den Stein. Und wir waren wie ein Stein, der so langsam das reintropft. Und dann glaubt man, das ist schon alles in Ordnung. Ne? Kinder, die nichts anderes kennen. Die Saat des Unrechts geht im Kleinen auf, auch wenn es die Klassenkameradin ist. Einige haben es bedauert und andere waren halt gleichgültig. Die haben gesagt, wir sind jetzt Nationalsozialisten, wir gehören zum BDM, du gehörst nicht dazu. Du bist eine Saujüdin. Ich habe ja nichts gegen dich persönlich, aber ihr Juden, ihr seid schuld an allem. Das war die Tendenz. Alltägliche Ausgrenzung. Schleichende Gewöhnung. Kinder können grausam sein. Da musste man schon Angst haben, wenn ich mit einem bunten Rock dort vorbeiging. Und da wussten sie ja, dass das ein Zigeunerkind ist, nicht? Und da spuckten sie aus oder mir mitten ins Gesicht. Und sie brüllten auch Zigeuner, Xindel und. November 38. Befohlene Brandstiftung. Offene Gewalt gegen Gotteshäuser und gegen Menschen. Auch vor Kinderaugen. Sie zerrten eine alte Frau die Treppe runter an den Haaren. Und ich habe gestanden, ich habe gedacht, das, was tun die, was machen die, was ist das? Aber was ich zuletzt gedacht habe, die muss was verbrochen haben, das ist sicher eine Verbrecherin. Aber ich weiß, dass ich hinterher gebrochen habe, Es hat mich so aufgeregt, dass mir es übel wurde. So Dinge haben auch Kinder gesehen. Die Trümmer deutscher Synagogen. Minnetekel der Jahrhundertkatastrophe, die für Millionen den Verlust der Kindheit bringen wird. Sommer 39. Trügerische Augenblicke. Das Vergnügen einer Welt am Abgrund. Wer etwas zählt in Hitlers Reich, darf nach verbotenen Früchten greifen. Die Mächtigen in brauner Uniform suchen Nähe zur Jugend. Die alten Parteigenossen, die wehe, wenn sie losgelassen, so ungefähr, weg von Muttern, ja? Da sind junge Mädchen, nicht? Und so. Naja, und dann passierte da so allerlei Passagen, sagen wir mal. Macht anziehend? Oder nur blind? Einige von Hitlers Helfern bedienen sich ganz ungeniert. Hinter den Kulissen. Meilenweit entfernt vom jugendlichen Alltag. Hier gilt Anfassen verboten. Auch das mit weltanschaulicher Verbrämung. Ein Wort, das uns eingebläut wurde. Halte dein Blut rein. Es ist nicht nur dein. Es kommt weit her, es fließt weit hin und alle Zukunft fließt darin. Halte rein das Kleid deiner Unsterblichkeit.
Das war deutlich. Auch in Sachen Liebe, Disziplin. Wer vor der Ehe schwanger wird, fliegt raus beim BDM. Die Jugend hat gefälligst keusch zu sein. Es war eine völlig andere Jugend wie heute, wo das Durchschnittsalter des ersten Geschlechtsverkehrs bei 15 liegt. Ne? Bei uns lag das jenseits der 20. Ne? Und ich weiß noch, wie man stolz war, wenn sich ein Jungsführer in einen verknallt hat. Ne? Und dann hat man aber die Schulter gezuckt und gesagt, ich bin ein deutsches Mädchen. Es war so, wisst ihr, ein deutsches Mädchen ist keusch und süchtig. Und erst nach der Heirat wird's Mutter. Aber noch gleich. Dafür wird geübt, so früh wie möglich. Mutterschaft als höchstes Ziel. Parolen, die man nie vergisst. Und Mütter tun uns Not, die ihren Weg erkennen und die im Takt der lichten Herzen gehen und die sich stolz ein deutsches Mädchen nennen und froh und stark zu ihren Pflichten stehen. Mutterkreuz ab 4 Geburten, auch weit nachträglich. Dem Führer Kinder schenken, Soldaten von morgen, Menschenmaterial für Hitlers Kriege. Für den nächsten hat er schon genug. Überfall auf Polen. Neue Dimension der Gewalt. Als erste spüren sie gleichaltrige Polinnen. Auch den Beginn des Völkermords. Die Deutschen werden darauf eingeschworen. Im Kino. Dieses ostjüdische Untermenschentum hat seit jeher Westeuropa das internationale Verbrechergesindel geliefert. Von hier aus wurden die Demokratien mit Taschendieben, Zuhältern, Rauschgift- und Mädchenhändlern, internationalen Bankschiebern und Hetzjournalisten versorgt. Sie sollen hassen lernen. Und sie haben selber Angst. Vor dem, was kommen wird. Ungewissheit. Und der Wunsch zu dienen. Wir haben bei den Heimabenden alles Mögliche für die Soldaten gemacht. Wir haben für die gestrickt, wir haben denen Briefe geschrieben. Es war einfach so, die kämpfen für uns, wir müssen was für die tun. Gelenkte Gefühle. Spielzeug basteln sie für das Kriegshilfswerk. Wie schwört man Kinder ein? Auf Krieg. Mit Ammenmärchen von den Guten und den Bösen. Der Feind war außerhalb und es hat unwahrscheinlich Zusammenhalt gegeben. Ja, das waren ja die Bösen. Und wir haben, ich habe damals zumindest noch geglaubt, die Polen hätten uns überfallen. Nicht? Und wir würden uns nur wehren. Und das war ja erlaubt. Ein Jahr später, Blumen für den Sieger, der halb Europa überrannt hat. Jubel wird zum Taumel. Ein fataler Fall von Selbstbetrug. In der Schule biegt man die Geschichte. Wir stehen alle mit dankbarem Herzen unserem Wilhelm Tell gegenüber und legen unser Schicksal in seine Hände, in die Hände Adolf Hitlers. Es wird für uns alle eine heilige Pflicht sein, unser Vaterland zu beschützen und zu vollenden, denn die Erbfeinde, die sich um uns lagern, versuchen immer wieder, unsere Blüte zum Welken zu bringen und unser Land durch einen Vernichtungskrieg wieder zu zerstören. So einen Wahnsinn hat man damals geschrieben
Und vor allen Dingen, so wurde man nationalsozialistisch erzogen. Begeisterung, die ausgenutzt wird. Hitlerjugend muss die Kriegswirtschaft am Laufen halten. Die Millionen schaffen der Jungen und Mädel in der deutschen Rüstungsproduktion. Bei der Betreuung unserer Soldaten. Bei der Nachbarschafts- und Einkaufshilfe unserer Mädel. Als Helferinnen in den Säuglingspflegestätten. Bei der täglichen Zustellung der Zeitungen. Propagandatöne von der heilen Kriegswelt, um die Heimatfront in Hochstimmung zu halten. Als Kindergärtnerinnen. In den Nähstuben der Mädel zur Behebung der ersten Not. Als Erntehelfer des deutschen Bauern und bei der Unterstützung der deutschen Bäuerin. Und manche wollen mehr als nur helfen. Ich weiß, dass ich mich manchmal als junges Mädchen vor den Spiegel gestellt habe in einer heldenhaften Pose und mir vorstellte, ich könnte jetzt für Führer, Volk und Vaterland mein Leben lassen und dann könnten alle anderen weiter in Frieden leben und das Großdeutsche Reich würde erhalten bleiben. Solche seltsamen Anwandlungen hatte ich hin und wieder. Totenkult. Gepflegt vom BDM. Der Wahn vom höchsten Opfer für das Vaterland. Und in den Zeitungen schon ganze Seiten von gefallenen Meldungen. An der Heimatfront läuft nichts mehr ohne Arbeitskräfte aus der Hitlerjugend. Wo Beamte zu Soldaten werden, müssen Mädchen Schaffner spielen. Manche werden dabei Zeugen. Wir hatten einmal eine Sonderfahrt. Da wurde uns gesagt, die beiden Wagen, ihr braucht diesmal nicht kassieren, ja? Ihr fahrt die nur zum Bahnhof. Und wahrscheinlich haben die Leute irgendwo hingefahren zum Umbringen. Da hätte einem schon ein Licht aufgehen können, oder ist mir vielleicht auch eins aufgegangen damals. Deportation auf offener Straße. Manche Zeugen wissen bald genug, um ganz genau zu wissen, dass sie nicht mehr wissen wollen. Können Kinder das begreifen? Wir wohnten noch in der Stadt. Da wollte ich sie morgens abholen zur Schule. Also wir waren unter 10 Jahre. Und da stand vorm Haus ein Lastwagen. Dort waren Möbel raufgeworfen. Und ich war als Kind furchtbar erschüttert. Ich habe gesagt, so eine Gemeinheit. Sie sagt mir nicht Bescheid, dass sie auszieht. Wer wusste vom Verbrechen? Was wusste man genau? Schicksalsfragen an eine ganze Generation. Antworten und Widersprüche. Also wir haben ja auch nichts erfahren. Und das ist das, was ich nicht begreifen kann oder was ich nicht verstehe. Vielleicht will ich es nicht begreifen. Dass immer noch gesagt wird, na, das müsst ihr doch gewusst haben. Wir haben es nicht gewusst. Es war bekannt, dass es das KZ gibt. Es war bekannt, dass man da gequält wird. Es war bekannt, dass die aus Haut, aus Menschenhaut, Lampenschirme machen. Es war bekannt, dass man denen die Goldzähne rausreißt. Also ich wusste das alles mit 12. Wir haben es nicht gewusst. Und das glaubt uns keiner. Und das ist so schrecklich. Ich meine, es hätte nichts geändert. Mein Idealismus wäre natürlich noch früher verloren gegangen. Aber geändert hätte ich ja auch nichts. Auch die Kinder jener Jahre tragen schwer am dunklen Erbe. Und ich habe dann später immer Parallelen gezogen. Was passierte da, als du das und das erlebtest? Was passierte da? Zum Beispiel die Deportation meiner
späteren meiner Schwiegermutter, die ich nie gekannt habe. Ne? Die wurde 41 mit einem der ersten Transporte mit 65 Jahren nach Riga transportiert und dort erschossen. Ne? Was habe ich da gemacht in der Zeit? Ne? Es geschah zur selben Zeit. Was löst es aus? Natürlich fühlt man sich nicht frei von Schuld. Nur man sagt sich andererseits, wir sind eben als Kinder missbraucht worden. Wir haben gar nicht begriffen, dass wir missbraucht wurden. Wir haben geglaubt, dass das wahr ist, woran wir zu glauben gewöhnt wurden. Und wo der Glaube mangelt, da wird nachgeholfen. Dienst wird Pflicht. 60-Stunden-Wochen sind die Regel. Mehr als 3 Millionen Mädchen schaffen in der Industrie und für die Rüstung. Ohne ihre Arbeitskraft kann Hitler keinen Krieg führen. Doch wer sich drücken will, dem drohen Strafen. Unsere Mutter hat immer gesagt, tut alles, was sie von euch verlangen oder fordern, damit ihr nicht ins KZ kommt, auch wenn ihr arisch seid. Macht keinen Fehler. Jeder Fehler ist kann tödlich sein. Widerstand ist tödlich. Flugblätter gegen Hitler in München. Die Weiße Rose. Denunziert, verhaftet, hingerichtet. Auch Sophie Scholl, einst ein BDM-Mädchen. Ravensbrück bei Berlin. Ein KZ für Frauen und Mädchen. Einige der Wärterinnen haben BDM-Karriere. Am Ende fasst man sie in Bergen-Belsen. Und wenn eine was gesagt hat, Schnauze. Ja? Schnauze. Und wenn sie so gemacht hat, da hat es geblutet. Das ist klar. Und immer am Kopf geschlagen. Und immer wieder diese wahnsinnige Demütigung von einer Frau, sich zu gefallen lassen. Der Krieg kehrt zurück. Zuerst am Himmel über Deutschland. Hitler stimmt zu, auch Frauen in die Wehrmacht aufzunehmen und bricht damit wieder ein Versprechen. Ich würde mich schämen, ein deutscher Mann zu sein, wenn jemals im Falle eines Krieges auch nur eine Frau an eine Front gehen müsste. Wenn Männer so erbärmlich werden und so feige werden, dass sie ein solches Vorgehen dann entschuldigen mit dem Wort Gleichberechtigung der Frau. Nein, das ist nicht Gleichberechtigung, denn die Natur hat die Frau dafür nicht geschaffen. Sie hat sie geschaffen, dass sie die Wunden des Mannes pflegt. Das ist ihre Aufgabe. Der Krieg schafft eine andere Wirklichkeit. Ich habe mich noch freiwillig als Nachrichtenhelferin gemeldet, um den Krieg zu gewinnen. Weil ich einfach meinte, das müsste sein und ich müsste mithelfen. Einkleidung. Jede Nachrichtenhelferin bekommt ein Kostüm, 2 Blusen, mehrere Paar Strümpfe und Schuhe, einen Mantel und das schmucke Schiffchen. Ein Werbefilm. Der Krieg als Abenteuer. Solche ein monatliches Gehalt. Zahllose deutsche Frauen und Mädchen lernen als Nachrichtenhelferinnen die Schönheiten Großdeutschlands und Europas kennen. Vor allem aber sind sie unseren Soldaten Helferinnen zum Sieg. Nachts wird es ernst. Kampfeinsatz für Mädchen bei der Flugabwehr. Schießen und sterben. Das Ende aller Illusionen. Das
Es war schlimm. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo ich also tatsächlich einen Gegner im Fadenkreuz hatte. Und ich hätte, also wenn ich nach den Befehlen gegangen wäre, die man auszuführen hatte, hätte ich auf den Knopf drücken müssen. Aber ich habe es nicht getan. Ich konnte es nicht. Mädchen in Wehrmachtsuniform. Eine halbe Million. Der Krieg hat seine eigenen Gesetze. Wir hatten mal in der Nachbarscheinwerferstellung, da war mal auch ein schwerer Angriff. Und die Mädchen, die den Scheinwerfer bedienten, dann sind die in Deckung gegangen, als die Bomben so zahlreich fielen. Die hat man erschossen. Wegen Freiheit vor dem Feind. Im Feuersturm der Bombennächte fallen alle Schranken. Keine Zeit für Tränen. Es ging immer darum, so möglichst viele Menschen lebendig da rauszuholen. Und da war, heute sage ich mir, wie konnten wir damals mit 14, 15, die Pickel, war es wie so Eispickel, ja, wo wir da alle die Trümmer weggemacht haben und mit den Händen und mit allem. Und wenn dann endlich das Fenster frei war und der Erste kam raus, das war ein solcher Jubel, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Erfahrungen, die nicht vergehen. Gefühle, die Sie nicht verlieren. Ich hatte fürchterliche Angst, aber ich war ein Held. Ich habe mitgearbeitet, ja. BDM-Mädchen löschen, räumen und versorgen Ausgebombte. Heimatfront im Trümmerland. Zeit für Zweifel? Der fand das furchtbar, aber Zweifel an der Richtigkeit all dieser Dinge hatten wir nicht. Wir haben das ja empfunden, dass es uns angetan wurde, dass wir den anderen etwas antaten, durch unsere Soldaten, durch unsere Wehrmacht, durch unsere Luftangriffe. Das haben wir eigentlich kaum bedacht, nur was man uns antat. Und dafür mussten wir uns eigentlich rächen. Bombenopfer in Hamburg. Kinder sehen auch solche Bilder. Und da lagen so in Reihe und Glied die Toten, zugedeckt mit einer Decke. Und Namensschilder auf der Brust und wir hatten die Aufgabe, unter der Decke nach einer Hand zu suchen und das Namensschild da dran zu machen. Und ich war da neugierig und habe oben die Decke weggemacht und habe dann einen blauen Kopf gesehen, dunkelblau. Und dann ist mir übel geworden. Und dann hatte ich nur Angst, 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 du hast versagt. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, nur versagt, versagt, versagt. Die Bilder sind allgegenwärtig. Doch sie sollen keine Schwäche zeigen. Gute Miene machen. Auch die Mädel vom BDM machen unseren Verwundeten gelegentlich eine Freude. Das Trugbild der verschworenen Volksgemeinschaft. Die Wirklichkeit im Lazarett sieht anders aus. Ich habe in einem Reservelazarett gearbeitet. Und da waren die Soldaten von der Ostfront da. Und es ist mir sehr, sehr nahe gegangen, wie junge Männer ohne Bein,
Schussverletzungen. Da lagen, nicht leben und nicht sterben konnten. Manche konnten vor Schmerzen die ganze Nacht nicht schlafen. Nicht mal die schweren Mittel, Morphium und was wir hatten, hat mitunter geholfen. Also das war erschütternd. Wieso mancher Einsatz für den Wahn vom Endsieg? Mit Luftballons gegen die alliierte Luftstreitmacht. Da wurde ich zum Volkssturm eingezogen. Und wir mussten abends nach der Arbeit aufs Rathaus und mussten da anhand von Zeichnungen lernen, wie eine Panzerfaust innen und außen aussieht. Und so lange, bis wir das Innenleben dieser Panzerfaust wirklich voll integriert hatten und wussten, wie geht eine Panzerfaust. Es war irgendwo auch ein Ehrgeiz. Ich glaube nicht, dass ich gedacht habe, ich sterbe für Hitler. Nee, wir müssen gegen die los, die da uns so wehtun. Ne? Wenn Sie sich vorstellen, wie ich dann die Bombenwerfer gehasst habe und jetzt hätte die sollen kommen nach Stuttgart, da hätte ich jede Panzerfaust abgeschossen gegen die. Ohne Unterschied des Alters und des Geschlechtes, der Herkunft und des Berufes steht das deutsche Volk im totalen Kriegseinsatz. Durchhalteparolen. Frauen als Ersatzmänner für Gefallene und Gefangene. Das Regime braucht mehr Nachwuchs. Dafür gründet Himmler einen eigenen Verein. Sein Ziel? Rassisch und erbbiologisch wertvolle werdende Mütter unterzubringen und zu betreuen, bei denen nach sorgfältiger Prüfung der eigenen Familie und der Familie des Erzeugers anzunehmen ist, dass gleich wertvolle Kinder zur Welt kommen. Vereinsname Lebensborn. Eines von 9 Heimen in Deutschland. Ein Thema für Legenden. Geschichten vom Hörensagen. Die war auch Führerin beim BDM und dann ist sie und dann war sie mal eine Zeit lang weg und dann kam sie wieder und dann war sie schwanger und war aber nicht verheiratet, hat auch nie geheiratet nachher. Und dann hat es geheißen, die war beim Lebensborn und hat dem Führer ein Kind geschenkt. Das war ja jene Geschichte, wo sie, wenn sie hätte, keinen Mann hatten, aber gerne Kinder wollten, konnten die ja 3 Wochen dahin reisen zu den schönen Hengsten, den deutschen, germanischen, blonden Riesen. Und wenn sie Glück hatten, wurden sie schwanger. Die Wahrheit ist anders. Im Lebensborn wird nicht gezeugt, hier wird geboren. Es sind Entbindungsheime für ledige Mütter. Die Kinder sollen von SS-Erziehern großgezogen werden. Auch im BDM wird der Wunsch nach mehr Geburten spürbar. Meine Schwester war in einem Mädchenlager untergebracht und kurz daneben war ein Männerlager. Und die Leiter von beiden Lagern haben in der Nacht Türen und Fenster geöffnet, wenn die Mädchen schon schlafen gegangen waren. Und haben die Burschen dann, die RAD-Burschen, rüber in das Mädchenlager geschickt und die fielen dann natürlich über die Mädchen her. Aus dem Osten naht das Ende. Die Rote Armee erobert zum ersten Mal deutsches Gebiet und nimmt grausame Rache an der Bevölkerung. In diesen von deutschen Truppen wiedereroberten Orten ist jedes Haus von den Grausamkeiten bolschewistischer Soldateska gezeichnet. Hitlers Wochenschau zeigt nur die Gräuel der anderen. Als das alles gezeigt werden könnte, was die Kamera festhielt. Frauen und Mädchen werden erste Opfer. Von Hass, der jahrelang gewachsen ist. Ich bin monatelang so gelaufen, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Die haben uns gejagt wie Hasen. Sie kamen Nacht für Nacht. Sie schlugen unsere Türen ein. Wo ist Frau? Ich will das Wort nicht gebrauchen, aber ich höre noch heute die Frauen schreien. Missbraucht. Gedemütigt. Kriegsbeute. Es trifft Hunderttausende.
Ich dachte, der Soldat würde mich nur erschießen. Und ich war irgendwie dankbar, war ja vorher nicht aufgeklärt worden, nichts. Aber ich war froh, dass ich noch lebte. Es war natürlich furchtbar. Die Katastrophe. Eine ganze Generation muss umdenken. So total wie nie zuvor. Erkennen müssen, dass man an ein falsches Ideal geglaubt hat, dass das Ganze ein Betrug war und dass man da einfach missbraucht worden ist, das tut furchtbar weh. Geraubte Kindheit. Verraten. Betrogen. Und doch Teil des Unrechts. Am Ende steht ein hoher Preis. Wir waren schon eine missbrauchte Generation. Und wir waren eine Kriegsgeneration. Ich bin Kriegskind. Ich kannte eigentlich hauptsächlich Krieg und Ängste. Zum Trauma des Zusammenbruchs kommt der Schock des Unfassbaren. Ortstermin im KZ, angeordnet von den Siegern. Wie hier in Buchenwald bei Weimar. Schonungslose Einsicht. Schuldig, von etwas Schlechtem begeistert gewesen zu sein. Und Heil geschrien zu haben. Das war irgendwie eine Schuld. Das zweite Leben, es beginnt inmitten von Ruinen. Und mit einem Erbe, das nie ganz verstummen wird. Die Großmütter von heute haben ihre Last getragen.